So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Aber erstmal nochmal danke an gestern, beziehungsweise an die zwei Leute, die mir etwas geschenkt haben, nämlich Barbosa und Rachia. Wie gesagt, vielen, vielen Dank für den Support. Ich hoffe, ihr habt auch Creator Code eingetragen, denn der Creator Code ist eigentlich ziemlich simpel, nämlich einfach YT-FamilyHack. Grüße an jeden Einzelnen, der ihn eingetragen hat. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt rein in den Shop, denn ihr seht schon, die neuen Stile sind da. Nämlich von ihr habe ich ja den Stil schon. Ich habe den ja auch ein bisschen im Stream schon mal angespielt. Wechsel. Also ohne Quatsch, der Stil gefällt mir wirklich gut. Auch im Spiel ist er vor allem gut anzuschauen, weil halt hinten auch die Animation ist. Also wirklich nice. Natürlich gibt es auch noch die männliche Variante, auch beide für 1200 V-Bucks. Ja, das Rückenaccessoire hätte ich auch gerne. Aber ich sag ja, man kann ja nicht alles haben, aber die Flügel sind auch nice. Also die Flügel in Rot, ich benutze sie halt wirklich auch in-game, sind wirklich nice. So, was haben wir noch drin? Enigma die Tarnung. Dann haben wir Charlius Maximus ist wieder zurück, also nochmal der Bananenstil. Dann haben wir noch Claudius de Charlius. Gott, die Namen wieder. Dann, was haben wir noch drin? Vicky ist wieder zurück mit dem Emote, wo sie dann quasi ihre Farbe wechselt. Dann haben wir drin die Schnur-Axt. Okay. Ach, die wechselt auch die Farbe. Nee. Nee, die hat nur verschiedene Stile, ich wollte gerade sagen. Wenn die auch noch die Farbe wechseln würde, wäre auch krank. So, dann haben wir Gewitter drin. Dann ist Blitz wieder zurück im Shop. Sturmblitz, die Pickaxe. Dann haben wir Sturmauge. Gott, haben wir auch gefühlt schon 1000 Mal drin gehabt. Also so gefühlt. Dann Turbulent, die Tarnung. Also okay, die Tarnung, aber inzwischen auch schon nichts Besonderes mehr. So, dann haben wir noch drin. Synapse ist wieder mit drin. Mit passendem Rückenaccessoire. Aber der Skin hat auch noch zwei Stile. Nämlich einmal eine grüne Variante und einmal die lilane Variante. Dann haben wir drin Goldie. Aber komischerweise, dass sie nur die weibliche Variante heute reingemacht haben. Dann Orbitalüberladung. Rage Quit. Ich feiere diese Emotes, das ist echt nice. Und dann haben wir Fingerpistolen drin. War auch, glaube ich, schon lange nicht mehr drin, vor allem Season 1 Emote. Dann haben wir Jubelstimmung mit drin. Und das müsste es eigentlich schon wieder gewesen sein für heute. Ja, der weibliche Fischskin ist auch noch drin. Dann die ganzen Fisch-Sachen an sich. Ich schätze mal, die bleiben jetzt mal wieder ein paar Tage drin. So, die hatten wir. Dann sehe ich der noch drin. Maki-Meisterin, Sushi-Meister drin. Dann Horizon Zero-Paket ist immer noch drin. Dann das Anime-Paket ist noch drin. Die Pickaxe. Dann letzter Lacher-Paket. Aber denkt dran, jetzt ist es wieder teurer. Es war schon mal 10 Euro günstiger. Verstehe ich auch nicht, warum die das wieder angehoben haben. Ich dachte eigentlich, dann geht's raus. Das Magma-Paket müsste eigentlich auch noch drin sein. Und der Fischi-Skin, dieser Agent, müsste auch noch drin sein für 7 Euro. So, das soll es eigentlich auch schon wieder gewesen sein mit dem Shop-Video. Heute leider keine V-Bucks. Gestern hatten wir ja 100 V-Bucks in Rette die Welt. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und haut rein.